Wie die Seele mit uns spricht. Das werden wir heute mal durchgehen, das werde ich euch erklären an Beispielen und wir werden auch am Ende dieses Videos eine intensive Meditation machen, wo wir Kontakt zu unserer Seele bekommen, denn die Seele besitzt eine sehr, sehr große Weisheit und mit dieser Weisheit kann sie uns auf unserem Leben, in unserem Lebensweg sehr gut beistehen, wenn wir sie denn hören und die Botschaften wahrnehmen. Sobald der Verstand sehr stark ausgebildet ist, ist es schwierig, die Seele wahrzunehmen. Also Menschen, die jetzt wirklich sehr stark im Verstand sind, haben da große Probleme und verstehen die Seele nicht. Die Seele möchte uns ja unterstützen, dass wir im Leben, auf unserem Lebensweg dorthin gehen, wo wir was lernen können, wo wir uns ausdehnen können, wo wir unsere Persönlichkeit entwickeln können. Dahin führt uns unsere Seele, also zu unserer Lebensaufgabe sozusagen. Und manchmal kann es sein, dass wir eine falsche Entscheidung treffen und durch diese Entscheidung auf den falschen Weg kommen. Und dann versucht die Seele unbedingt mit uns Kontakt aufzunehmen, damit wir das bemerken und vielleicht dann wieder auf den richtigen Weg kommen. Ja, wie macht die Seele das jetzt? Also einmal in Symbolen, zum Beispiel in einem Traum. Da kann ich euch bei einem Traum von mir erzählen. Und zwar träumte ich von einem Haus, von einem sehr schönen Haus und von der Küche. Und es gab zwei Zugänge. Von rechts und von links konnte man in die Küche kommen. Und auf der einen Seite wohnte ein Bekannter von mir und auf der anderen Seite wohnte ich. Und wir sind dann immer zusammen in die Küche. Und jedes Mal, wenn ich in der Küche war, war der Tisch reichhaltig gedeckt, voller toller Lebensmittel. Das war eine Freude. Und dann kam der andere und hat die Lebensmittel unbrauchbar gemacht. Und ich hatte dann nur noch so einen kleinen Teil für mich übrig. Und am nächsten Tag habe ich mich erinnert an diesen Traum und an diesen Bekannten. Also das war eigentlich eine Geschäftsbeziehung, die ich da hatte. Und die Küche bedeutet im Traum die Fülle. Die Fülle, also die Fülle wollte mir dieser Bekannte wegnehmen. Und das stimmte auch. Ich habe nochmal das dann geprüft. Ich bekam also überteuerte Rechnungen. Ich wurde regelrecht ausgenutzt und habe es nicht gesehen, weil das war so eine Mischung aus Freundschaft, Bekanntschaft, Geschäftsbeziehung. Ganz komisch. Und dann habe ich das natürlich geändert, habe dann damit aufgehört, habe meine Verträge gekündigt und so weiter. Seitdem ist das alles weg. Da ist also dann niemand mehr da, der mir dauernd irgendwas wegnehmen möchte. Und das war also eine große Lektion für mich. Und vielleicht hilft euch das jetzt auch zu verstehen, wie die Seele das so in einem Bild, in einem einzigen Traum, eine einzige Nacht dir sagt. Und wenn du das dann verstehst, dann fällt erstmal die Erkenntnis, kommt, überkommt dich und du bist, oh Gott, erstmal ganz erstaunt. Und ja, und auch aus diesem Grunde, wo ich dann gemerkt habe, wie schnell die Menschen ausgenutzt werden können, wenn sie gutgläubig sind, haben wir unser Partnerprogramm entwickelt, wo wir Menschen unterstützen, sich selbstständig zu machen. Und das ist auf der Basis der Liebe. Das ist eine ganz andere Basis, also das ist die Basis der Gleichberechtigung, wo wir tatsächlich die Menschen unterstützen, in ihre Kraft zu kommen. Also nicht so, wie ich es erlebt habe, sondern das Gegenteil, also in Licht und Liebe unterstützen, in die Kraft zu kommen. Ja, also die Seele spricht im Traum. Oder sie zeigt dir, wenn du das, wenn du die Symbole nicht verstehst oder wenn du überhaupt, man kann es ja auch fühlen, man kann, manche Menschen hören die Seele auch sprechen. Wenn das alles nichts wirkt, also wenn der Mensch das nicht wahrnimmt, manche Menschen sagen auch, ich habe jetzt keine Zeit und sie hetzen durch den Alltag, sie sind unruhig, dann hat die Seele keine Möglichkeit, zu dir zu sprechen. Also man sollte sich schon auch Zeit nehmen, zum Beispiel in einer Meditation, den Kontakt herstellen. Das machen wir nachher zusammen. Wir werden also eine intensive, tiefgehende Meditation machen, wo du deine Seele
spüren wirst, wo du bestimmt irgendwelche Bilder oder Gefühle oder Symbole erhältst, die dir was sagen und zeigen möchten. Das werden wir tun. Aber wenn dir jetzt zum Beispiel Menschen, es gibt ja so viel unterschiedliche Menschen und viele sind sehr im Berufsleben engagiert und haben einfach keine Zeit oder anders gesagt, sie nehmen sich keine Zeit, um mal in die Stille zu gehen, um mal in Kontakt mit sich selbst zu kommen. Das sind alles Ausreden, ne? Wenn man sagt, ich habe keine Zeit für sowas oder ich muss dies und das, ich muss viele Dinge erledigen. Dieses Muss ist ja auch etwas selbst Auferlegtes. Wenn so etwas ist, so eine Situation, dann spricht die Seele zu dir über deinen Körper. Das heißt, du wirst irgendwie Schmerzen spüren, vielleicht Kopfschmerzen, Gliederschmerzen. All das kann sein, dass du aufmerksam wirst, es stimmt was nicht, irgendwas mache ich falsch, schau doch mal hin, was könnte das sein? Und dann kannst du auch deine Seele befragen, was denn los ist. Das werden wir also nachher alles tun. Einfach mal fragen, egal ob du jetzt körperliche Schmerzen hast oder nicht, einfach mal fragen, liebe Seele, was ist denn gerade jetzt wichtig für mich? Was könnte ich ändern oder ist alles gut oder welche Botschaft hast du von mir? Das werden wir dann tun. Die Seele spricht auch oft über die archetypischen Symbole zu uns. Das sind Zeichen und Symbole, welche für die Menschen in jeder Kultur gleich sind. Also zum Beispiel nehmen wir mal den Hund, den Archetyp Hund. Der Hund bedeutet, also wenn jetzt ein Hund bei dir vorkommen würde, müsstest du die zwei Seiten vom Hund anschauen. Der Hund ist ein treuer Begleiter, ein Freund, ein Beschützer und er ist aber auch, hat eine Verbindung zum Tod, weil der Tod auch ein Begleiter des Menschen ist. In den Archetypen ist es so dargestellt. Also das muss man wissen, wobei Tod ja auch ein Neubeginn bedeutet. Ja, also es ist schon gut, sich da ein bisschen auszukennen. Also studiert es mal, googelt es einfach mal, was das so alles zu bedeuten hat. Und zwar hatte ich auch mal eine Kundin, die kam zu mir und hatte Probleme. Sie sagte, sie wird nicht wahrgenommen. Sie kann sagen, so viel sie will, sie wird einfach nicht wahrgenommen. Und dann haben wir zusammen so eine Meditation gemacht, um eben auch tief in die Seele hineinzugehen. Und dann hat die Seele als Symbol einen Frosch geschickt. Und dieser Frosch, der steht für die Verwandlung, für das Wasser, für die Fruchtbarkeit, für das Gebären. Und dann haben wir weiter geforscht, was das alles noch bedeuten könnte. Und dann hat sie in ihrer Kindheit von ihrer Mutter, weil sie war in ihrer Kindheit ein Kind, ein sehr lebhaftes Kind, sie hat ganz viel gefragt und geredet und war sehr freudig dabei und ihre Mutter war das zu viel. Sie hat dann gesagt, ja, will denn jetzt der Frosch dauernd reden mit mir? Hat denn der Frosch dauernd was dazwischen zu quaken? Und das war das Zeichen der Seele, dieser Frosch. Und in dem Moment, wo wir beide das entdeckt hatten, hat sich dieses Problem aufgelöst und diese Frau konnte dann wirklich ihre Dinge auch sagen, die sie sagen wollte und wurde wieder wahrgenommen. Also es besteht, wie ihr jetzt seht, auch eine riesengroße Chance der Heilung in den Symbolen, welche uns die Seele zeigt. Und das sollten wir schon auch ernst nehmen, denn dadurch hat sich das Leben bei dieser Dame sehr bereichert, ist sehr frei geworden und auch dadurch eine große Heilung durfte geschehen. Und das ist bei allen Menschen möglich, also bei jedem von euch. Und es kommt jetzt wirklich darauf an, was ihr in dieser Meditation erleben werdet, wie ihr das fühlen werdet, was ihr fühlen werdet. Und dann geht in die Deutung, googelt einfach mal das, was ihr seht. Auch geht in die archetypische Bedeutung von diesen Dingen, die ihr sehen werdet. Und dann bekommt ihr sicher einen Aha-Effekt. Aha, ach so. Und dann könnt ihr dadurch das Leben ändern. Also wichtig ist auch, wenn man solche Dinge aus der Kindheit dann
entdeckt, dass in der Kindheit sowas gesagt wurde. Und in dem Moment geschieht ja eine Verletzung. Das war sicher, meistens ist es ja jetzt nicht böse gemeint, aber dennoch hat es eine extreme Auswirkung auf die Entwicklung eines Kindes, alles, was im Kindheitsalter geschieht. Und dann sollte man natürlich auch mit dem inneren Kind arbeiten und das Kind heilen. Und so kann über das Gespräch mit der Seele eine riesengroße Heilung sich vollziehen. Und das ist so ein Geschenk und das haben wir, das tragen wir in uns. Wir tragen ja sowieso alles in uns, was wir brauchen. Und die Seele ist dafür da, uns darauf aufmerksam zu machen. Ja, und jetzt wünsche ich euch auch eine wundervolle, schöne Heilsitzung, eine wunderschöne Meditation und ich würde mich so freuen, wenn ganz viel Heilung bei euch geschieht, wenn sich ganz viel jetzt auflösen kann oder wenn ganz viel klar wird, weil über die Klarheit kommst du in die Heilung und das ist ja genau das, was die Seele möchte, so dass wir weiterkommen und genau für uns erkennen, was ist jetzt wichtig für uns. Ja, und jetzt werde ich mich einsprühen mit der Kundalini und der Smarana-Energie. Ich schicke mal schon ein bisschen Energie auch zu euch rüber, sodass ihr auch was davon mitbekommt. Und stimme mich jetzt ein. Ich bitte um die Energie des Schutzes für mich und meinen Kanal. Und ich bitte um die Energie des Schutzes für alle Menschen, welche zuhören. So fließt Schutz und Klarheit zu mir ein und ich öffne nun meinen Kanal und ich gehe jetzt in den intensiven Kontakt zu meiner Seele. Lieber Mensch, schön, dass du heute hier bist. Und schön, dass ich dich heute mit deiner Seele verbinden darf. Denn deine Seele trägt eine unendlich große Weisheit und möchte sich dir öffnen. Sie möchte dich dir zeigen und dich bewusst durch das Leben führen. Deine Seele, sie kann dich beschützen und sie möchte dich auch beschützen. Sie möchte dich führen und dir zeigen, was gut und was richtig für dich ist. Und vielleicht hast du ja den Mut, dich heute einmal ganz zu öffnen, um zu erfahren, was dir deine Seele sagen möchte. Und wenn du dazu bereit bist, dann werde ich dich nun in eine bestimmte Bewusstseinsebene führen. Die Bewusstseinsebene, wo du deine Seele spüren kannst. Und so beginne nun, das Licht von Smarana einzuatmen und dich mit diesem Licht auszudehnen. Atme Smarana in dein Herz
und spüre, wie sich die Energie ausdehnt, wie Smarana durch dich hindurchfließt und Liebe und Licht bei dir sind. Konzentriere dich nun auf diese große goldene Kugel, welche über deinem Kopf schwebt. Diese Kugel ist das höhere Bewusstsein. Und nun stelle dir vor, wie diese Kugel von oben nach unten in deinen Kopf hineinfließt und sich dort mit deinem Geist verbindet. Lasse dies zu und lasse dich so tief fallen in diese Energie, wie es dir möglich ist. Vielleicht spürst du, wie dein Kopf in Watte gebettet ist. Dann ist dies ein Zeichen, dass du nun mit deiner Seele verbunden bist. Und nun lasse alles geschehen, was geschieht. Nimm die Bilder auf, die Gefühle, die sich dir zeigen, oder stelle eine Frage. Sie wird von deiner Seele gehört. Und nun lasse ich dir ein wenig Zeit, um all das zu empfangen, was für dich jetzt in diesem Moment wichtig ist. Genieße die Energie und öffne dich, soweit du kannst. In diesem Moment erscheint ein großer Bildschirm vor dir. Und auf diesem Bildschirm siehst du Situationen, Symbole, welche jetzt wichtig für dich sind. Vielleicht bekommst du sogar Geschenke, dann nimm diese an. Und bedanke dich bei deiner Seele für alles, was geschehen durfte. Und dann lächle deine Seele an. Lächle dein Herz an. Und dann kannst du ganz langsam wieder in das Hier und Jetzt zurückkommen. Die Energie, welche du im Kopf spürst, wird langsam weniger. Und du bist wieder ganz im Hier und Jetzt. Und vielleicht spürst du ja den großen Frieden, diese große Ruhe, welche dir sagt, dass deine Seele bei dir ist. Ich bin ja gespannt, was ihr erlebt habt. Ich bin ja auch neugierig. Ja, schreibt mir bitte alles unten rein, damit ich das dann nachher lesen kann. Und ich bin überzeugt, es durfte ganz viel Heilung geschehen.
Und das ist genau das, was ich mir wünsche, dass es euch gut geht. Dann bedanke ich mich für eure Liebe, für eure Aufmerksamkeit. Und ich wünsche euch allen eine wunderschöne Zeit mit eurer Seele. Bis bald!